Herzlich willkommen zu unserer neuen 12-teiligen Serie, die größten Fehler im Verkaufsgespräch, aber auch im Verkaufsprozess. Denn ganz selten wird ein Verkaufsgespräch mit nur einem einzigen Meeting oder einer E-Mail oder einer Landingpage abgebildet. In der Regel ist es ein relativ langer Prozess, also eine Sequenz von verschiedenen Phasen. Und wir gehen heute rein, was du in Zukunft vermeiden kannst. Lerne also aus den Fehlern, die andere Menschen gemacht haben. Lerne aus den Fehlern, die auch ich gemacht habe. Mein Name ist Daniel Schäfer und im Laufe meiner beruflichen Laufbahn ist mir aufgefallen, dass es letztendlich überall um Verkauf geht. Auf der einen Seite, wenn du dich bewirbst an der Uni oder einer höheren Schule oder wenn du dich beim Vermieter bewirbst um eine Wohnung oder wenn du dich um einen Lebenspartner bewirbst oder letztendlich um einen Arbeitsplatz. Überall finden Verkaufsgespräche statt. Und wenn du dich jetzt selbstständig machen willst oder schon bist, ein Gewerbe hast, egal ob es online oder offline funktioniert, diese Fähigkeiten brauchst du auf jeden Fall. Nicht ohne Grund heißt es, Produktion ohne Verkauf ist Schrott. Egal wie gut also deine Produkte, deine Dienstleistungen sind, es heißt also, es immer an den Mann, an die Frau zu bringen. Und dafür brauchst du gute Vorbereitung, gute Fähigkeiten, gute Kompetenzen, gute Prozesse. Und darum geht es heute, dass du diese 12 Fehler bei dir ausräumst. Kommen wir nun zum ersten großen Fehler, wo ich glücklicherweise einen kompetenten Coach kennengelernt habe. Und der hat mir folgende Frage gestellt. Herr Schäfer, wann glauben Sie, fängt der Verkaufsprozess, das Verkaufsgespräch, das Verkaufen an sich an? Und ich habe viele Antworten gegeben, so nach dem Motto, beim Vorbereiten meiner Unterlagen, beim Auswendiglernen meiner Leitfäden, beim Einstudieren der häufig gestellten Fragen oder Einwandbehandlungen. Da meinte mein Coach, das ist alles falsch. Dein Verkaufserfolg, der fängt viel früher an, nämlich bei deiner Zielsetzung. Was genau willst du in diesem Quartal, in diesem Jahr, in den nächsten 5 Jahren erreichen an Umsätzen? Wie viele Abschlüsse sind dafür verantwortlich und wie viele Gespräche brauchst du, um diese Abschlüsse dann auch abzubilden? Im Online-Marketing gilt es genauso. Wenn du einen Webshop hast, eine Landingpage, digitale, physische Produkte, Leistung verkaufst, jeglicher Art, dann brauchst du natürlich Traffic auf deiner Landingpage, die konvertiert zu einer Quote, dafür gibt es Abschlüsse. Das bedeutet also, was ist konkret dein Ziel im Verkauf für das nächste Jahr? Und dieses Ziel enthält 2 Variationen von Fehlern, die ich dir jetzt zeigen werde. Die erste Variation ist, dass du dir falsche Ziele setzt, die keine echten Ziele sind. Dass du dir beispielsweise sagst, du möchtest einfach mehr Umsatz machen oder du möchtest viel Geld verdienen oder du möchtest Marktführer sein mit deinen Umsätzen, mit deinen Verkaufsabschlüssen. Aber all das sind keine konkreten Koordinaten, keine messbaren Kriterien, wo du erstens irgendwann abhaken kannst, messen kannst, dass du angekommen bist und zweitens, und das ist viel größere, du hast keine Chance, mit solchen vagen, ungenauen Zielen dir einen konkreten Handlungsfahrplan aufzustellen. Das bedeutet, echte Ziele und vollständige Ziele erreichst du nur, wenn du aus konkreten Ergebnisdaten, also aus einem Umsatzvolumen, einem Abschlussvolumen oder beispielsweise aus Anzahl von gezeichneten Verträgen genau ableiten kannst, welche Aktivitäten dafür verantwortlich sind. Was meine ich damit? Wenn du beispielsweise Kühlschränke, Fernseher oder digitale Produkte verkaufen willst, dann ist es so, dass du dafür in der Regel eine Anzahl von Gesprächen führen willst. Wenn du beispielsweise ein Produkt hast, was durchschnittlich 1.000 Euro Umsatz bringst und dein Ziel ist es, im Monat 10.000 Umsatz zu erbringen, dann ist klar, dass du mindestens 10 Abschlüsse brauchst. Diese 10 Abschlüsse in der Regel können aber auch widerrufen, teilweise storniert werden. Also macht es hier schon mal Sinn, einen Puffer einzusetzen, dass du vielleicht dir zusätzlich 30% Ziele setzt, also 13.000 Euro Umsatzabschlussvolumen. Aber leider entscheidet sich nicht jeder Kunde, der auf deine Webseite und deine Gespräche kommt, für einen Abschluss, sondern du hast eine Quote vielleicht, wenn du gut bist, 3, 4 oder 5:1, wenn du anfängst von 7, 8, 9, 10:1. Nehmen wir mal 5:1 bedeutet, dass du letztendlich 13 mal 5 Gespräche pro Monat führen darfst. Das sind also insgesamt an dieser Stelle 65 Gespräche, die du brauchst. Und diese 65 Gespräche, dafür brauchst du wahrscheinlich eine Reihe von Leads, die du kaufst, die du gewinnst über Content Marketing, Social Media Marketing, über Listen und Leadgewinnung oder durch persönliche Ansprache.
Wahrscheinlich ist es so, dass du die dreifache Menge von Leads brauchst. Also sagen wir mal 180, 195 Leads brauchst du. Und diese Leads wiederum, die dürfen dann generiert werden durch deine Kampagnen, durch deine Maßnahmen, durch dein Netzwerk, durch deine Lead-Einkäufe. Und wenn du jetzt mal grob gerechnet 30 Tage hast, wo du im Monat tätig sein willst und vielleicht abzüglich von freien Tagen vielleicht auf 25 Tagen bist, dann kannst du es ausrechnen, was das bedeutet. Nämlich 65 Verkaufsgespräche geteilt durch 25 bedeutet, dass du circa 2,5 bis ja knapp 3 Gespräche am Tag einplanen solltest. Und es bedeutet zudem, dass du diese 190 durch 25 rundest mal auf 200 auf, brauchst also ungefähr 8 Leads am Tag, um deine 3 Gespräche am Tag durchführen zu können. Und du merkst schon langsam, jetzt haben wir messbare Ziele, nicht nur Ergebnisziele, deine 13.000 Euro Umsatz plus 3.000 Euro Puffer, sondern wir wissen auch, wie viele Gespräche am Tag zu führen sind, nämlich circa 3 Verkaufsgespräche, wovon vielleicht nur einer abschließt. Und du brauchst jetzt auch am Tag circa 8 Leads, damit du überhaupt diese Gespräche jeden Tag durchführen und abhaken kannst. Wie du also siehst, sind echte Ziele die Basis deines Verkaufserfolgs. Denn wenn du zu wenig Gespräche hast, zu wenig Leads hast, kannst du gar nicht genug üben, trainieren, auch besser werden und du hast keine Chance, deine Ziele zu erreichen, wenn du überhaupt gar nicht die Gelegenheit hast, zum Beispiel mit 65 Menschen am Tag dich zusammenzusetzen, entweder persönlich am Tisch oder digital über eine Videokonferenz. Also korrigiere dann, wenn du es selbst gemerkt hast, jetzt gleich deinen ersten Fehler von den 12 größten Fehlern im Verkaufsgespräch. Setze dir also heute Ziele für das laufende Jahr, für das nächste Jahr, vielleicht für die nächsten 3 Wirtschaftsjahren an Umsatz mit Puffer, an Aktivitäten, wie viele Gespräche dazu erforderlich sind und wie viele Leads oder Kunden oder Kontaktinteressenten du online oder offline gewinnen willst und wie viel Traffic du vielleicht vorher brauchst, wie viele User, wie viele Abonnenten, wie viel Sichtbarkeiten du letztendlich einkaufen oder generieren darfst. Morgen geht's dann weiter mit dem zweiten großen Fehler im Verkaufsgespräch, im Verkaufsprozess. Abonniere jetzt den Kanal, empfehle uns gerne weiter, betätige die Glocke und ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Zielsetzung.